Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir haben rausgefunden, wo die Übeltäter sich befinden, die diese schreckliche Straftat auf dem großen Markt ausgeführt haben. Und zwar beim Lunaria Nature Park, wo wir auch schon mal waren. We should take a right here to reach the Nature Park. Right, let's go. Ja, danke Laura, das weiß ich noch so ungefähr. Aber gut, dass du mich auch nochmal daran erinnert hast. Ist ja auch alles ausgeschildert hier, ne? Wir waren ja da auch schon mal. Ich weiß nicht, ob man aus den Kisten mehrfach immer was rausbekommen kann, keine Ahnung. So, keine Wachen mehr hier. Doesn't seem like anybody's here. I wonder what happened to those bossy guys who were here before. If they really are the culprits, maybe they've run away already? This woodland is too dense to reliably intuit whether anyone awaits within. Yeah. What's this? It's a bracelet? How did a bracelet come to be in a place such as this? Just as I thought. This bracelet has the same design on it as the ones that the merchant from the capital was planning on selling. Really? You're sure? Positive. There's not a doubt in my mind that it was designed by the same person. Care to give a second opinion on that, Laura? I'm hardly qualified to weigh in on recent trends. But there do seem to be a number of similarities between this bracelet and the merchant's goods. So the fact that it's here means... Yeah. It's extremely likely the culprits we're looking for are inside this park. Sure seems that way to me. It only opens from the inside. I suppose that leaves us little choice. Are you going to destroy it? Will you be able to? The lock seems quite solid, but my sword should be strong enough to... Wait. I'll do it. I can get it done more quietly. Oh? This is serene. Really? Well, what are you going to do? The Eight Leaves One Blade School's fourth form, Autumn Leaf Cutter. Ah, ja, den kennen wir schon. Seriously? Das war ziemlich leise, zugegebenermaßen. I did, thankfully. Spectacular. It's an honor bearing witness to one of the skills of the Eight Leaves School. Thanks, but I'm still more or less a beginner. Anyway, we don't have much time left. Let's head inside and see if we can find them. Right! We need to find them before the sun starts to set. Looks like we can still make it after all. Excellent. Come then, we must make haste. Eigentlich wollte ich auch noch vor allem die bessere Ausrüstung bei den Händlern kaufen. Ich hatte gedacht, vielleicht kann ich irgendwas verkaufen. Auf jeden Fall haben wir ja das Ding hier bekommen, ne? Als Belohnung. Dafür, dass wir die Brieftasche der Frau wiedergegeben haben. Plus 100 HP, Defense und ADF. Ich würde sagen, das ist perfekt für Laura. Und Prevents KO ist vielleicht für Elliot ganz gut, damit er nicht gewone-shottet werden kann. My turn. I've got this. Dann wechseln wir hier vielleicht mal wieder auf Reen. There's tons of little stone monuments in here. Yeah, what do you think they're supposed to be? I imagine they were made by the animists in this province. Now's our chance! We can do this!
Pilze machen in so einem Park natürlich sehr viel Sinn. Kann ich drei von denen gleichzeitig treffen? Das sieht nicht sehr möglich aus, ne. Na schön. There! There's a chance! I've got you! I can do this! Arcus? Of course! Huh? Now! I'll take you up! Okay, Arts machen eher gegen die Damage. Here we go. Wobei, so Semi, ne? Vielleicht. Achso, Motivate ist jetzt natürlich nicht mehr so geil. Könnte ich aber vorher machen sollen. Ja, hier sind Arts definitiv besser. Let's go. Und Feuer ist natürlich gegen Pilze sehr effektiv. Go! Können wir uns ja mal angucken hier, das Ding. Jelly Shroom. Alter, wenn du das Ding drehst, sieht es echt funny aus, oder? Guck dir das mal an. Okay, einmal wird er selber zum Angriff kommen, aber dass wir von hinten angegriffen haben, war schon wirklich ziemlich gut. Alter, 500 Damage. It's my turn. Okay, das ist aber auch echt nicht von schlechten Eltern, ne? Is everyone okay? Nicely done. Not bad. Gott sei Dank levelt ich hier gerade schon ab. Wir haben halt nicht das beste Equipment, dadurch, dass wir uns das nicht leisten konnten. Ich hoffe und denke, dass wir auch so in der Lage sind, hier weiterzukommen. Und ich hoffe, dass wir noch in der Lage sein werden, uns das bessere Equipment dann zu kaufen. Bevor wir hier von Celtic dann wieder aufbrechen, ne? Oh, it's a treasure chest. Now's our chance. My turn. Oh. Right. Arcus. Right. Of course. Hat das nur einen getroffen? Hä, warum hatten sie den anderen da hinten nicht getroffen? Ich dachte, den würde ich auch treffen. Naja, nicht so schlimm. Da gibt's gleich noch eine Truhe für uns. Citrus Bottle. Okay, damit kann niemand feinten. Dann kriegt das einfach mal Alyssa, weil sie hat ja nichts anderes bisher. This way is a dead end. Ah, danke, Laura. Hätte ich fast gar nicht gesehen. Danke für den Hinweis. Aber ich finde es trotzdem cool. Natürlich staten die hier so ein bisschen das Obvious, ne? Aber trotzdem finde ich diese Zwischenspieler, wo die Charaktere immer was sagen, cool. Das macht es ein bisschen lebendiger. Okay. Ihr werdet gegen Golden Sphere relativ anfällig sein. Ich denke mal, die werden beide auch sterben jetzt dadurch. Ach, das trifft wieder den anderen nicht. Warum denn nicht? Warte, der war doch da in dem Bereich. Oder tue ich mit meinen Angriffen den auch so ein bisschen in irgendeine Richtung schubsen? Oh, we did it. Ah, nicht, dass ich wüsste eigentlich. Aber vielleicht. Vielleicht habe ich es nicht so wirklich bemerkt. So. Gut, dass man auf der Minikarte trotzdem immerhin sieht, in welche Richtung der Gegner guckt. Auch wenn man es am Gegner selbst nicht so wirklich festmachen kann. So, dass die alle 200 TP, dass die alle 200 CP haben, wäre halt ganz praktisch, ne? Of course. Right. Da wäre Alyssa vielleicht mal ganz gut. Left Arrow. My turn. Wobei auf der anderen Seite natürlich S-Craft bisher nur Laura benutzen kann. Die anderen können es ja noch nicht. Aber trotzdem. Dann haben wir auf jeden Fall genug CP, um die ganze Zeit Crafts zu spammen. Alright, let's keep going. Items. Ein bisschen Zephys. Oh, 100 von jedem wieder. Das ist immer so geil. Das wird uns wieder weiterhelfen. Wenn es auch 100 von diesen Schwarzen war, und ich denke schon, dann werden wir in der Lage sein, auf jeden Fall ein bisschen mehr Quarz herzustellen. Und die Charaktere ein bisschen anzupassen. Ja, nicht rennen dürfen, ne? Immer nur einer. Kein Hit. Of course. Der ist irgendwie so verwirrt, petrified, glaube ich. Deswegen kann der nichts so wirklich machen. Here we go. Go. I've got you. It's my turn. Right. Mein Gott, geh down jetzt.
Und bei Attack Delay gemacht, dass er auch wirklich nicht angreifen kann. Is everybody okay? Okay, der ist da hinten schon wieder neu gespawnt, seht ihr ja. Da waren wir aber schon. That looks like oh a top Gott. One. Oh Be Gott. Careful. Da speichern wir lieber mal vorher ab. This looks tough. Careful. Here we go. Okay, aber keine krasse Musik. Of course. Okay. Gordy Chief. Gegen Feuer anfällig. Level 13 aber. Level 13, okay. Okay, kriegen aber einigermaßen viel Damage. Teilen aber auch echt aus. Teilen echt aus. Aber verbrennen dürfte bei denen sehr effektiv sein. Und hier machen wir Resounding Beat, dass wir auch immer Leben regenerieren. My turn. Der kriegt seinen Crit nicht, das ist schon mal ganz gut. Shatter. Zack. Right. Na, dann nur Reen heilen, wenn jetzt halt einfach nur Reen geht. Right. Here we go. My turn. Kann ich ihn schlafen legen? Also mit der Runde auf jeden Fall noch nicht. Oh Gott, der kann verwirren. Okay, Armor Breaker, komm, triff. Ja. Okay, Reen ist verwirrt. Lol. An der eigenen Verbrennung gestorben. Oh, unser Master Quarz hat sich abgegradet. Force. Jetzt CP plus 10 für jeden Enemy, den wir killen. Kanon auch Level 2. Jetzt nicht mehr statt 1,25, sondern 1,5-fache Heilung bei ihm. Wunderbar. Die leveln nämlich auch immer mit. Das ist dieser kleine Balken, den ihr da unter dem EP noch seht. Das ist immer das Master Quad, was da noch mitlevelt. So. Ein EP-Charge Alyssa zu geben kann auf jeden Fall nicht schaden, dass wir alle Full EP haben und so. Wobei, weißt du, war das noch eine gute Idee? Vielleicht kommt irgendwann noch mal so eine Augment Station oder so, wo wir das auch hätten machen können. Naja. Oh, there's a stream here. This seems like a nice spot. Hier könnte man bestimmt angeln. Werden wir gleich einfach mal probieren. My turn. It's my turn. Okay, dafür ist das nur okay. Ist halt kein Feuerart gewesen, schätze ich mal deswegen. Right. Treffe ich beide vielleicht? Nee, das geht nicht. Now, I'll take you up. Yeah. Oh, nee, bitte nicht Laura jetzt. Scheiße. Scheiße. Here we go. Die machen halt echt viel Damage, ne? Also die machen wirklich richtig viel Damage. Aber Alyssa kann wiederbeleben. You have my thanks. My turn. Attack Delay. Und am besten auch schon gleich killen, genau. Ach, knapp nicht. Okay, jetzt. So, Laura hat jetzt leider wieder 0 CP. Also, wenn die draufgehen, das ist echt nicht nice. Tiara-Bäume, nice. Hier können wir immer gut gebrauchen. So, irgendwo hier kann man doch vielleicht fischen gehen, oder? Sieht man vielleicht so einen Fishing-Spot? Nee. So, komm, dreh dich nochmal um. Dreh dich in die andere Richtung. Warum siehst du mich denn? Du warst doch komplett weggedreht, Mann. So, okay. Also erstmal Lauras TP jetzt langsam wieder auffüllen, ne? Schlafen legen die beiden. Here we go! Here we go! We'll cut our own path! Fast Level 11. Also wir erreichen auf jeden Fall noch Level 11 mit den Charakteren. In diesem Gebiet hier. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, kann ich hier jetzt fischen? Geht das? Cool wär's auf jeden Fall. Naja, okay, finden wir schon noch raus. Auf jeden Fall ist hier erstmal ein Weg. Den wollen wir mal erstmal gehen. Na, der Gegner guckt halt hierher. We have nothing to fear. Here we go. Hier wäre... Ja, ich mach Motivate einfach jetzt. I can do this.
You have my thanks. Last arrow an euch alle. My turn. Dass Laura mal angegriffen wird. Go! I got you! It's my turn! Oh Gott sei Dank hat der Crit nicht getroffen. Zeig ihn, Elliot. Of course. Das Cleaver ist echt krass. Okay, die Golden Sphere hat leider überhaupt nichts. Ach, die können sich hochhealen sogar. Krass, diese kleinen Spinner. Golden Sphere hat leider nichts mehr gebracht von Alyssa. Da war es schon zu spät. It's my turn. Here we go. Go. I got you. Right. Oh, we did it. Great. Level 11. Ja, Laura ist so ein bisschen die, die hier ziemlich krass angegriffen wird, habe ich so das Gefühl, ne? Da würde ich mir fast schon wünschen, dass wir ein ganz kleines bisschen mehr auf Reen gehen, tatsächlich. Also so ein bisschen das einfach splitten. I can't sense anyone in this area. Ja, ich weiß, dass hier kein Gegner mehr ist. Wir haben aber Airstrike bekommen. Ach, wir haben Airstrike... Hä? Ach so. Dieses Airstrike ist aber besser, weil das so glitzert, bringt uns zusätzlich noch Attribute. Aber keiner der Slots hier ist offen. Hätte man vielleicht auch noch machen können in der Stadt. Naja, wir werden schon irgendwie hier durchkommen, ja. Wir werden auf jeden Fall noch upgraden, sobald wir wieder in der Stadt zurück sind und ich hoffentlich auch irgendwie ein bisschen Geld jetzt für die ganzen Quests bekommen habe. Dreh dich nochmal um, komm. So, aber jetzt. Here we go. It's my turn. You have my thanks. Laura hätte ich aber wirklich gern wieder auf 200. Right. Here we go. Right. Das war eine Rasur. Oh, we did it. Was macht ein Eyedrop eigentlich? Das würde ich jetzt wirklich gerne mal nachschauen. Also Augentropfen sind es halt, ne? Ach so, ja, okay, gut, dass man nicht mehr blind ist, okay. Macht schon Sinn, ja. Okay, kann ich jetzt hier irgendwo... Nee, ich kann hier nicht fischen, oder? Ich würde das jetzt gerne, bevor wir da weitergehen, nochmal ausprobieren. Ob ich jetzt hier wirklich nirgendwo fischen gehen kann. Ach so, wir sind sowieso noch nicht ganz fertig. Denn dieser Weg hier ist der letzte, der noch fehlt. Ach du Scheiße! Alright, let's do this! Okay. Hier machen wir jetzt das erste Mal was, was wir noch nicht gemacht haben. Und zwar zuerst Motivate und jetzt ein S-Craft. Ein S-Break sogar. Behold, my most powerful strike! Radiant Blade Death! Das muss jetzt reichen, ey. Das sind ja doch ganz schön viele. Oh shit, oh fuck. Oh. Das wird übel jetzt, Leute. Oh nein. Alter Schwede, fuck. Let's go. Die Dudes müssen hier jetzt unbedingt sterben. Bitte, tötet sie. Nein, Alyssa, bitte. Du musst... Oh nein. Du hättest sie mit der Golden Sphere wirklich töten müssen jetzt. Scheiße. Thanks. Thanks. Die sind so low. Die sind so low, diese scheiß Minotauren-Viecher da. Schlafen leider nicht. Na, ich verkacke. Das schaffen wir nicht. Right. Kann sie zwar immer wieder healen, aber die one-hitten mich. Oh Mann, okay, müssen wir einfach jetzt nochmal probieren. Das ist aber echt ein harter Kampf. Alter fucking Schwede. I'm sorry, everyone. I can do this. Ja, tötet Alyssa jetzt einfach.
one looks strong. My turn. All right, let's do this. Ich denke, das ist durchaus die richtige Taktik, aber... ist das richtig, die drei? Sollte ich vielleicht lieber versuchen, das so zu machen? Also zwei von ihnen und diesen Panda zumindest? Weil der stirbt hoffentlich dadurch jetzt. Ja, der ist tot. Ja, und sie müssen sich den Damage genau, sie müssen sich den Damage ordentlich aufteilen. You have my thing. Thanks. Right. Und die Sounding Beat. Dass ihr durchgehend healt irgendwie. Versucht zu healen, bitte. Oh, die leben alle drei noch. Boah, leck mich doch am Arsch. Wie viel Damage das ist. Es ist ja nicht mehr feierlich. There's a chance. I've got you. Laura muss wieder aufwachen jetzt. It's my turn. Unbedingt. Thanks. Laura, wach wieder auf, bitte. Ich brauche noch einen S-Break. Fuck. Schlafen, bitte schlafen. Ja, einer schläft. Go. There's a chance. Alter, Laura, wach doch mal jetzt auf. Here we go. Okay, aber mit Reams Autumn Leaf Cutter geht's so ein bisschen. So, du gehst auch down jetzt. My turn. Oh, der schläft, Gott sei Dank. Oh, Junge, was ist das denn hier jetzt? Ja, Laura wacht doch nicht mehr auf, ne? Beziehungsweise die ist immer noch verwirrt. Thanks. My turn. Sie ist wieder da. Jetzt hat Alyssa leider gar keine CP mehr. Das ist wirklich ein bisschen schlecht jetzt. Right. My turn. There's a chance. I've got you. Right. Gut, dass du ihn halt Attack delayen kannst, ne? Gut, dass das funktioniert. Here we go. Das machen wir jetzt auch durchgehend. It's my turn. Wir müssen ihn durchgehend Attack delayen. Ich versuche mit Alyssa... Wir können mit Alyssa hier noch so ein bisschen CP farmen, tatsächlich. Wobei ich ihn jetzt einfach finishen will. You still have a lot of training to do. Nicely done. I've only... Das war hart. Das war wirklich hart. Huh. Is that a treasure chest? Korallenring? Kann nicht gesealt werden. Okay. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, das war doch mit einem actionreichen Kampf hier. Beenden wir den Part. Und im nächsten Part finden wir dann aber definitiv die Verantwortlichen für diese ganze Scheiße hier. Also, haut da rein, bis dahin und ciao.